Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein heutiges Video ist das achte Türchen des diesjährigen BookTube Adventskalenders. Und ja, ich freue mich riesig. Ich und ganz viele wunderbare BookTuber, wir haben uns zusammengetan und ja, haben wieder einen Adventskalender für euch gestartet. Es sind ganz wunderbare Menschen und Videos mit dabei, beziehungsweise die wunderbaren Menschen sind mit den tollen Videos mit dabei. Und ja, wie gesagt, heute gibt es bei mir das achte Türchen und ich habe heute den Bücher wie Süßigkeiten Tag und ich verlinke euch auch auf jeden Fall den Kanal, wo ich den Tag her habe. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich wollte euch meinen ultra geilen Pulli zeigen. Ist der nicht cool? Ja, den könnt ihr leider nicht sehen, deswegen musste ich ihn euch nochmal zeigen und ich würde sagen, es geht jetzt mit meinem Video los und mit dem achten Türchen. Wir sind schon bei Nummer 8, es geht so schnell wieder dieses Jahr. Es ist unglaublich. So, Nummer 1. Lebkuchen. Nenne ein Buch, das bei dir lange einen kräftigen Eindruck hinterlassen hat. Und da ist mir sofort ein Buch eingefallen. Und zwar, hui, meine Lichterkette, das war jetzt mal wieder sehr gut. Ist mir da Consequences von Aleata Romick eingefallen. Das ist ja so ein Dark Romance Thriller, würde ich schon sagen, aus dem Festa Verlag. Und dieses Buch hat mich ja damals so umgehauen und ich war danach so geflasht. Es hat mir noch tagelang in den Gedanken gelegen, weil ich einfach nicht auf das Ende klar kam. Und ja, der Festa Verlag hat jetzt auch angekündigt, dass es bald die nächsten Bände geben wird oder dass es die geben wird. Und ich freue mich so sehr darauf. Dieses Buch war unglaublich gut. Es hatte zwar so zwischendrin seine Längen, aber das Ende hat absolut alles wieder wettgemacht. Das Ende war einfach so genial und so gut. Und ich kann es euch allen nur empfehlen. Ihr müsst es lesen. Es war so super. Ich verlinke euch auch nochmal meine Rezension dazu unten. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Da habe ich die gedreht. Da hatte ich das Buch gerade ganz, ganz frisch gelesen. Dieses Buch passt auch noch zu einer anderen Frage des Tags. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Genau. Nein, mein Bild, das darf doch jetzt nicht umfallen. So, dann haben wir die Frage, Stollen, nenne einen Charakter, den man nur entweder lieben oder hassen kann. Und wie soll es auch sein, habe ich natürlich Hardin aus der After-Reihe genommen. Ich habe jetzt hier mal den ersten Band hochgehalten und ja, Hardin ist so ein Charakter, er ist einfach ein komplettes Arschloch. Er ist an einem Tag ist er super süß zu dir und am nächsten Tag ist er einfach wieder grausam und ätzend und schrecklich. Und ja, er ist halt so ein Charakter, genau wie allgemein diese Reihe. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich liebe ihn. Das kann man dazu noch sagen. Und ja, der muss da einfach für mich da rein, weil das ist so, dieses Buch ist auch einfach so dieses Standardbuch für den Satz. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und deswegen natürlich auch Hardin. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Viele hassen ihn, viele lieben ihn. Ja, also Buch Hardin mag ich sehr, sehr gerne. Dann drittens, Vanillekipferl. Nenn ein Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen. Ich muss tatsächlich sagen, für mich haben sehr viele Bücher einen guten Spannungsbogen. Aber ich habe mich für eins entschieden, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Und zwar geht es um Kasadim von Julia Dippel, Jenseits der Goldenen Brücke. Um es mal vorwegzunehmen, ich werde in meinem Lesemonat noch was dazu sagen, aber ich habe dieses Buch abgöttisch geliebt. Es ist mein absolutes Jahreshighlight. Es ist allgemein eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und es war für mich, oh Gott, durchweg spannend. Es war keine Stelle, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber langgezogen. Ich fand das Buch super, super gut. Es war spannend. Es kam eine Sache nach der anderen, womit man nicht gerechnet hat. Und ja, hatte für mich auf jeden Fall den Mega-Spannungsbogen. Und ihr seht vielleicht, schaut mal, ich glaube, ich habe noch nie so viel in einem Buch markiert. Und ich hätte noch mehr markieren können. Ich glaube, ich habe manchmal mehr markiert als alles andere. Da habe ich mir echt gedacht, würde ich mal bei meinen Schulsachen so viel markieren. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ja. Ich habe es so sehr geliebt. Mal kurz am Rande erwähnt, aber Spannungsbogen. Auf jeden Fall Kasadim für alle Fantasy-Fans, für alle, die das Reich der Sieben Höfe geliebt haben. Lest es, ihr werdet es auch lieben. So, mal kurz bemerkt. Dann haben wir Zimtstern. Nenne einen Charakter, der spannende Ecken und Kanten hat.
Und ja, da habe ich mich für Prince of Passion Henry entschieden. Und der Charakter ist natürlich auch Henry. Also nicht natürlich, aber ich habe hier Henry gewählt. Ja, weil er ist einfach so ein Charakter. Also ich mag ihn richtig gerne, ich habe ihn richtig lieb. Aber er ist halt so einer, er macht nicht das, was man von ihm erwartet. Eher genau das Gegenteil. Ja, er macht alles das, was er eher nicht machen soll. Und das mag ich aber so an ihm. Ich finde ihn so cool. Und er lässt sich einfach nichts sagen. Er ist, wie er ist. Und ja, entweder man mag das oder man hält sich einfach von ihm fern. Und ja, ich mag das total. Und deswegen mochte ich auch Henry total. Und deswegen hat er für mich super gut in diese Kategorie gepasst. Und deswegen habe ich ihn ja hier mit in dieses Video mit reingenommen. Auf jeden Fall Henry für mich ein Charakter mit Ecken und Kanten, mit ziemlich coolen, wie ich finde. Ja, das ist natürlich eine Ansichtssache, aber ich fand ihn echt super. Als nächstes haben wir Dominosteine. Nenne ein Buch, das viele Handlungsebenen hatte, die schließlich perfekt zusammenpassten. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, muss ich sagen, aber habe mich dann zum einen für Das Reich der Sieben Höfe entschieden. Das ist jetzt der zweite Band. Den aber in Kombination mit Band 1, ich finde, da passieren so viele Sachen und was dann da am Ende rauskommt und was passiert. Und wenn man das ganz auf den Anfang schließt, finde ich das einfach so genial. Und deswegen hat das für mich hier ganz gut gepasst. Ich fand das wirklich super. Ich kann euch nicht zu viel verraten, sonst würde ich euch richtig dolle spoilern. Deswegen verrate ich es nicht. Aber es sind halt wirklich so Dinge, die passieren, wo du dir denkst, okay, die sind eigentlich voll irrelevant, die aber später eine größere Rolle spielen. Und sowas mag ich immer mega gerne. Und genau wie ich vorhin schon angekündigt hatte, ging es mir auch bei Consequences so. Ich muss dieses Buch hier nochmal zeigen, weil in dem Buch, ich habe ja gesagt, es hatte so ein paar Längen, aber im Endeffekt mussten diese Längen einfach sein, weil das, was am Ende passiert, ist so, wow. So, jedes kleine Mini-Detail, was im Buch genannt wurde, hat später einen Sinn ergeben bei diesem Ende. Und das fand ich einfach so genial. Ich glaube, das war auch das, was mich so sehr beschäftigt hat an dem Buch, weil man hat es einfach nicht gedacht. Für mich war es bis zum Ende so ein gutes Buch eigentlich, aber jetzt nicht herausragend gut, sondern einfach so, ja, kann man mal lesen, unterhält einen. Aber nicht, dass ich sagen würde, wow, wow, müsst ihr lesen. Aber dieses Ende wirklich, es hat es absolut rausgehauen. Ich habe nie und nimmer mit diesem krassen Ende gerechnet. Das kann ich euch sagen. Und hier haben wirklich ganz viele, ja, nicht viele verschiedene, das ist schwer zu sagen, aber viele Dinge, die passiert sind, wo man sich auch nicht unbedingt was bei gedacht haben hat, die sind am Ende, haben zu was ganz Großem geführt, womit man niemals gerechnet hätte, beziehungsweise womit ich niemals gerechnet hätte. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Es kann natürlich sein, dass jemand das liest und sagt, okay, das habe ich voll geahnt, aber für mich nicht. Ich ahne sowas nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Dann sechstens, gebrannte Mandeln. Nenne einen Charakter mit harter Schale und weichem Kern. Oder einen, der zum Sprichwort passt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe mich jetzt hier entschieden für harter Schale und weicher Kern. Und zwar habe ich mich hier für ein Buch entschieden, was ich noch gar nicht so oft in die Kamera gezeigt habe, obwohl ich es damals echt gerne gelesen habe. Und zwar Zorn und Morgenröte von René Adi. Und ja, hier habe ich mir den Kalifen ausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ist echt traurig. Chalit. Mhm, genau, der. Der passt für mich echt richtig gut dran hier rein, weil er ist ja ein vermeintlicher Tyrann. Er ist böse. Er opfert die ganzen Frauen. Und ja, er ist halt schon echt böse und fies. Aber da verbirgt sich echt eigentlich was Gutes drunter und ich finde, es hat echt super hier reingepasst. Ich musste irgendwie direkt an das Buch denken. Es ist jetzt nicht unbedingt so ein Buch, was ich oft zeige oder an das ich oft denke, wenn sowas kommt. Das hört sich voll gemein an, aber das meine ich gar nicht so. Aber dabei musste ich direkt an ihn denken, weil ich weiß auch nicht, ich musste einfach direkt an ihn denken. Ich hatte ein paar andere Charaktere noch, aber ich habe mir gedacht, komm, zeigst du nochmal dieses Buch. Und ja, es ist auch auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte.
Es geht hier halt um einen Kalifen und er wählt jeden Abend ein Mädchen, das er dann zu seiner Frau macht und ja, am nächsten Morgen lässt er seine Braut dann hinrichten. Wieso, weshalb, warum das so ist, das müsst ihr selber lesen und es kommt dann halt eines Tages ein, wie heißt sie denn, hieß sie Schasrat oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall erwählt er dann wieder eine Frau und ja, die macht dann was Besonderes und sie wird halt nicht sofort hingerichtet. Was das zu tun hat mit irgendwas oder mit irgendwem, lest es selber. Es ist auf jeden Fall gut und es lohnt sich meiner Meinung nach. Ich mochte das echt gerne. Und ja. Dann printen. Nenne ein Buch, an dem du dir fast die Zähne ausgebissen hast. Ich muss sagen, ich habe das, die Zähne ausgebissen hast, jetzt negativ genommen. Und ja, das nächste Buch, was ich zeigen werde, ich sehe die Hasskommentare schon, aber Flying High, oh, ich fand das Buch so, so schrecklich, also wirklich. Ich habe es angefangen zu lesen und weil ich es einfach nicht mehr weiterlesen konnte, weil es mich so genervt hat und ich mir immer wieder gedacht habe, boah, was für eine verschwendete Zeit, weil es mich halt so gelangweilt hat, habe ich es gehört. Ich habe mir wohl eher die Ohren ausgebissen oder was weiß ich, wie man das sagt. Auf jeden Fall, ja, definitiv Flying High war für mich ein richtiges Flop-Buch. Es tut mir so leid, das zu sagen. Ich fühle mich immer so schlecht und so fies, aber es war nun mal so. Mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Ich fand es, wie gesagt, langweilig. Es hat mich nicht wirklich unterhalten. Es hatte für mich keinen unterhaltenden Faktor, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte gar nicht zu viel dazu sagen, weil es folgt eigentlich noch eine Rezension zu dem Buch. Ja, genau. Aber ich habe mir auf jeden Fall hier die Zähne dran ausgebissen, weil es einfach so lange gedauert hat und es war so ein Prozess, bis ich es durch hatte. Bei Büchern, die mir nicht gefallen, tue ich mich einfach immer so, so schwer und vor allem hiermit. Wie gesagt, ich habe es zuerst gelesen und dann habe ich es gehört und teilweise habe ich es manchmal ein bisschen vorgespult, damit es schneller vorbei ist. Ja, das habe ich jetzt nicht laut gesagt, aber gut. Kommen wir wieder zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Nämlich die letzte Frage oder das letzte Buch. Spekulatius. Nenne ein Buch, das du jedes Jahr wieder liest und immer noch toll findest. Erstmal zu Spekulatius. Ich liebe Spekulatius, aber ich hasse sie gleichzeitig, weil bei mir ist es immer so, ich denke mir so, boah komm, du isst nur einen Spekulatius-Keks und dann kann man nicht aufhören zu essen. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn man einfach nicht aufhören kann und man denkt sich immer wieder nur noch einen, nur noch einen, nur noch einen und dann die Packung wird immer leerer, der Magen immer voller. Ja, genau, so viel dazu, aber es ging, worum ging es? Ja, genau, um die Bücher, die ich jedes Jahr wieder lese. Ich zeige sie jetzt nicht alle in die Lüfte, aber ich sag mal so, wirklich lesen jedes Jahr tue ich sie nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich höre sie regelmäßig. Was ich auf jeden Fall schon zweimal gehört habe, ist Das Reich der Sieben Höfe. After habe ich schon dreimal, glaube ich, sogar gehört, gelesen, wie auch immer. Dann, was hatte ich denn noch? Ich hatte gerade noch irgendwas. Oh, verdammt, ich bin so schlecht. Dann möchte ich bald Shadow Falls Camp nochmal entweder lesen oder hören. Ich weiß es noch nicht. Das sind auf jeden Fall so Bücher. Harry Potter natürlich. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Harry Potter. Wie gesagt, ich höre sie zwar dann eher nochmal, als dass ich sie nochmal lese, weil ich habe nicht wirklich die Zeit, sie nochmal zu lesen, auch wenn es mir so leid tut. Aber ich höre sie dann auf jeden Fall nochmal. Dafür habe ich dann die Zeit oder ich nehme sie mir. Und ja, also das sind so die Bücher, die gehen eigentlich jedes Jahr. Ich habe aber trotzdem was vergessen, ich weiß nur nicht mehr was. Dark Elements hätte ich auch richtig Lust nochmal drauf. Und ja, aber wie gesagt, After habe ich schon mehrmals gehört, gelesen, wie auch immer. Shades of Grey habe ich tatsächlich auch schon zweimal gehört, glaube ich, und einmal gelesen. Ja, auf jeden Fall, das sind so diese Bücher. Und das war's mit meinem Tag und mit meinem Türchen vom Adventskalender. Und ja, unten verlinkt sind natürlich alle anderen, die bei diesem Adventskalender mitmachen. Schaut bei ihnen super gerne vorbei. Morgen ist die Sarah dran. Wie gesagt, sie ist auch unten verlinkt und schaut auch da gerne vorbei. Schaut bei allen Türchen vorbei, die schon gewesen sind. Also bei allen Videos,
die schon vor mir dran waren und alle, die noch danach kommen. Es sind wirklich tolle Videoideen dabei, das kann ich euch sagen. Und ganz wundervolle Kanäle, die dahinter stecken. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem BookTube-Adventskalender. Ich hoffe, er kann euch eure Weihnachtszeit ein bisschen versüßen und ja, vielleicht noch das ein oder andere Buch auf eure Wunschliste packen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!